an. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu meinem ersten YouTube-Video. Viele werden mich nicht kennen, mein Name ist Carolina und ich poste seit ungefähr einem Jahr Make-up-Videos auf TikTok. Und wie könnte es anders sein? Mein erstes YouTube-Video inkludiert natürlich auch TikTok, in dem ich virale Make-up-Hacks probiere. Wir starten mit dem ersten viralen Make-up-Hack und da wird das benötigt. Wir schauen uns das jetzt ganz kurz an. Das haben vielleicht manche schon in einem TikTok-Video von mir gesehen. Da ist heiß diskutiert worden, warum da etwas fehlt. Das kläre ich dann beim Verwenden auf. Es hat nichts mit meinem Freund zu tun. Es wird folgendermaßen verwendet. Sie gibt es auf so einen Plastikuntergrund. Ich glaube, ich brauche gar nicht mehr. Das ist nämlich schon relativ viel. Und dann nimmt sie das und verteilt es in ihrem Gesicht. Es fühlt sich eigentlich ganz gut an. Es riecht nach nichts. Ich möchte auch gar nicht zu viel verwenden, weil ich die Hoffnung habe, dass das Make-up am Ende nicht zu schlecht aussieht. Ich lasse es jetzt kurz trocknen. Um euch kurz zu zeigen, wie viel ich verwendet habe, wirklich wenig. Und trotzdem ist mein ganzes Gesicht sehr gut durchfeuchtet. Zur Auflösung, warum da was fehlt. Dieses Produkt hat eine Freundin von mir schon in ihrem Video verwendet, für genau denselben Hack, eben als Primer. Deswegen fehlt da was. Ich war dann bei ihr und sie hat gemeint, sie braucht es nicht mehr, weil es eben nur für diesen Make-up-Hack war. Und ich habe es spaßhalber in einem TikTok-Video als Telefon verwendet. Ja. Wir machen direkt weiter mit dem zweiten Make-up-Hack. Wir schauen uns den auch gemeinsam an. Okay, folgendermaßen. Sie startet mit einem Blushstick. Sie trägt den Blushstick mit ihrer Nase bis zu ihrer Schläfe hoch, über die Nase drüber und auch wieder bis zur Schläfe. Das finde ich noch gar nicht so tragisch. Jetzt wird es gleich schwierig. Danach verwendet sie Concealer, den trägt sie genau gleich auf, nur oberhalb der Blushstick-Schicht. Ja, großartig, jetzt habe ich jetzt mal Wimpern. Und jetzt kommt noch ein Contouring Stick. Der kommt auch über die Nase, unterhalb vom Blushstick. Eieiei. Ja, gut. Der Contouring Stick wird jetzt auch noch auf der Stirn aufgetragen. In einer Form von einem Regenbogen. Und darüber kommt nochmal Blush. Hier muss Contouring Stick hin. Und der Rest wird jetzt mit Foundation aufgefüllt. Und jetzt verblenden. Ich werde beginnen mit einem Pinsel, das zu verblenden und nicht mit einem Sponge. Eieieiei. Ich habe da übrigens keine genaue Technik. Ich mache immer irgendwas. Und das mache ich so lange, bis ich meine, dass es gut aussieht. Okay, und jetzt versuche ich das mit einem feuchten Beauty Blender zu verblenden. Das könnte schwierig enden. Egal, wir machen weiter. Als hätte ich einen Sonnenbrand. Ja, also ich muss auf jeden Fall da noch nachladen, sonst wird das nichts. Langsam wird das besser. Ich habe kurzzeitig vergessen, dass ich ja Gleitgel als Primer aufgetragen habe. Und was mir jetzt halt besonders stark auffällt, ist, dass das immer wieder so komische Flecken sind. Ich weiß nicht, hat das jetzt eben mit dem Gleitgel zu tun, aber ich weiß, dass dieser Blushstick sonst nicht wahlweise Flecken im Gesicht hinterlässt. Es lässt sich ja da auch verblenden, aber dann da ist wieder diese stark pigmentierte Stelle, auch da so ähnlich. Und auch wenn ich da mit dem Pinsel drüber gehe, bewegt sich da nichts. Also ich vermute, es hängt mit diesem Freund zusammen. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass es für mich persönlich zu viel Produkt ist. Ich würde das nicht so auftragen. Ich würde einfach ganz klassisch Foundation und Concealer auftragen und dann eben Blush und Bronzer verwenden. Ich finde die Form zum Auftragen echt ganz hübsch. Ich trage das auch immer wieder so in anderen Videos. Aber Gleitgel als Primer, da bin ich raus. Besser wird's nicht. Großartig. Okay, wir machen weiter mit dem nächsten Hack. Weiter geht's mit dem nächsten Make-up-Hack. Wir schauen uns den jetzt gemeinsam an. Okay, dafür verwende ich jetzt diese Lidschattenpalette. Und zwar diese Farbe hier. Sie nimmt einen Pinsel, nimmt Farbe auf und geht dann einfach
ganz wild über ihre Augenbrauen. Mein Problem ist ja, dass ich sehr löchrige Augenbrauen habe. Und da, wo ich keine Haare habe, ist es wirklich schwierig, diese quasi natürlich zu malen. Deswegen fahre ich da jetzt auch ein bisschen wilder durch die Augenbraue. Wegen meinen Borsten. Ich denke, das reicht. Jetzt verwendet sie Micellenwasser und Wattestäbchen und korrigiert es damit. Okay, das funktioniert echt richtig gut. Das habe ich noch nie probiert. Eigentlich habe ich keinen dieser Make-up-Packs jemals probiert. Ich meine, ich nehme natürlich jetzt auch das ganze Make-up wieder runter. Was habe ich da? Sieht man das? Da, das ist das Gleitgel. Das kann ich einfach... Oh wow, jetzt sehe ich das erst überall. Wer meine Latex-Videos kennt, das schaut so ähnlich aus. Dieser Make-up-Hack kann sicher gut funktionieren, wenn man nicht so Augenbrauenhaare hat wie ich. Weil da meine Haare so stark sind und da eben gar keine. Das heißt, ich würde jetzt noch welche zeichnen. Aber wenn man feinere Haare hat, glaube ich, funktioniert das richtig gut. Ich habe jetzt noch Härchen gezogen und Augenbrauengel verwendet. Wir machen weiter mit dem vorletzten Make-up-Hack. Dafür brauchen wir das hier. Diesen schauen wir uns auch wieder gemeinsam an. Okay, also im Video schaut das richtig gut aus. Sie verwendet diesen Bogen, um eine Cut-Crease zu machen. Jetzt weiß ich. Doch mal anschauen. Ah, uhuhu. Okay, wir setzen das jetzt an und dann trägt sie das zuerst mit einem kleineren Pinsel auf. Bin mir gerade nicht sicher, ob ich mich gerade besonders dumm anstelle oder ob das einfach wirklich unfassbar unhandlich ist. Und danach blendet sie das aus. 300 Jahre später. Ja, also das schaut großartig aus. Ich glaube, das liegt an der Form. Vielleicht hätte ich es auch einfach anders ansetzen müssen. Heute habe ich Lust auf ein hängendes Auge. Ich trage das jetzt auch noch da nach vorne auf, in der Hoffnung, es besser zu machen. Und nochmal blenden. Also das ist halt einfach absolut nichts für meine Augenform. Das ignorieren wir jetzt einfach und wir versuchen das beim zweiten Auge nochmal. Ja, das schaut schon wesentlich besser aus. Vermutlich liegt es einfach an mir. Es war definitiv mein Fehler. Das schaut schon ganz gut aus. Ich korrigiere das da jetzt. Zu diesem Make-up-Hack. Es ist vielleicht einfach auf einem Auge, dieses Teil dann wieder an derselben Stelle anzusetzen, also im Sinne von, dass man die zwei Cut-Creases da auf dieselbe Höhe bringt. Das ist schon schwer. Ich weiß nicht, ob dieser Make-up-Hack wirklich was vereinfacht. Ich finde, es ist unfassbar unhandlich, weil man sich da so ins Auge drückt. Das heißt, man sieht nicht so gut. Das ist ja auch fest. Und bei mir zum Beispiel ist das da sehr gebogen. Das heißt, ich muss so hin und her, damit ich quasi die Linie fahren kann. Also ich glaube, ich habe wesentlich länger gebraucht, als wenn ich eine normale Cut-Crease schminken würde. Also einfach Lidschatten auftragen und wieder weglöschen, den unteren Teil. Ja, ist für mich jetzt auch nicht unbedingt so ein sinnvoller Hack. Ich trage jetzt noch ein bisschen Chrom-Lidschatten auf, weil ich da gerade Lust drauf habe. Sie verwendet dann auf jeden Fall die Spitze, malt die an und stempelt damit ihren Eyeliner vor. Auch nicht so meins, weil das jetzt da so... Nein, Freunde, ich mache das jetzt mit dem Pinsel. Das ist einfach mühsam. Und so bin ich halt 100-mal schneller. Ich probiere das jetzt nochmal. Und zwar auf der anderen Seite. Okay. Ja, das wird nicht spitz. Okay, ich korrigiere wieder mit dem Pinsel. Okay, also im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass der Hack durchwachsen ist. Ich habe das jetzt alles eben noch korrigiert. Also ich glaube, ich wäre wesentlich schneller gewesen, wenn ich sie nicht verwendet hätte. Auch hier ein Hack für die Tonne. Jetzt kommen wir zum letzten Hack und den schauen wir uns auch wieder gemeinsam an. Okay, sie verwendet Concealer und gibt den auf ihre gesamten Lippen. Dann verblendet sie den. Und dann verwendet sie gelben Lidschatten. Ich verwende dazu dieselbe Palette wie vorher bei den Augen. Und gibt den rund um ihre Lippen. Und danach verwendet sie roten Lippenstift. Ich verwende dafür jetzt einen Liquid Lipstick. Trage den in der Mitte auf. Und blende den jetzt mit irgendeinem Pinsel. Das schaut jetzt ein bisschen unsauber aus. Daran bin aber definitiv ich schuld und nicht der Hack. Irgendwie erinnert mich das eher so gerade an
ich habe Lasagne gegessen und meinen ganzen Mund vollgesaut. Aber ich glaube, es kann cooler schon. Vielleicht passt es einfach nicht zu dem Make-up-Look, weil das alles schon so rot ist. Ich trage jetzt noch Lipgloss auf. Und so schaut das jetzt aus. Ich würde sagen, der letzte Hack war der beste von allen. Bin gespannt auf eure Meinung, wie ihr den Make-up-Look findet. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis bald.